Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Traffic Box von Sadik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Traffic von Sadik. Was natürlich gleich mal auffällt, wir haben es hier mit einer schlichten Kartonbox zu tun, die auf allen Seiten, ja, unbeklebt ist, unbeschriftet, wie auch immer. Wir haben hier lediglich einen Strichcode, ansonsten gibt uns hier nichts Aufschluss darüber, was das für eine Box ist oder was sich darin befindet. Und ja, ist natürlich schade, weil ich natürlich generell schon ein Fan davon bin, wenn man von außen ungefähr sehen kann, was das für eine Box ist. Es gibt mehrere Rapper, die solche ganz schlichten Kartonboxes verwenden, Boxen verwenden, aber zumindest könnte man meiner Meinung nach eine Grafik, irgendwas hier anbringen, und wenn es auch nur irgendwie aufgeklebt ist, ein Stück Papier, wo einfach sichtlich ist, das ist das Cover, das ist der Künstler etc., weil so ist es doch schon sehr mager. Okay, genug über die Box geredet, schauen wir einfach mal, was sich darin befindet. Wir haben einen Schlüsselanhänger, einmal das Album, ein T-Shirt, ein Sticker, noch ein Sticker, eine Autogrammkarte und ein Poster. Okay. Dazu. So, aber jetzt, wie immer, fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Traffic von Sadik. Premium Edition lesen wir hier. Zwei Discs. Und wir sehen hier Sadik in einem, ja, sieht sehr nach Kriegsgebiet aus, also wirklich eine zerbombte, verwüstete Stadt. Und Sadik hier mit Jacke und Jeans, im Arm eine AK-47. Und er sieht aus, als hätte er dort jede Menge Scheiße erlebt und ist auch etwas, ja, also sieht ziemlich aggressiv oder wütend aus. Dann haben wir hier 21 Tracks sogar auf CD1, und auf CD2 haben wir dann noch 17 Instrumentals, sprich Differenz von 4 ergibt sich daraus, dass wir Skits haben, nämlich 4 Skits, und dann haben wir hier noch 2 Bonus-Tracks, also 2 Remix-Versionen. Wir haben Features von Massiv, Fahrt, Motrip, Echo Fresh, Mo Soul, Busy Montana, Azad, Olexesh und Automatik. Fällt mir richtig gut. Also jede Menge hochwertige Features. Und meine Lieblingstracks auf dem Album sind Wo, also Track Nummer 2, dann Sag mir, Track Nummer 5, und 2 habe ich noch, nämlich einmal Es ist, also eben wie es eben ist mit Busy, und Braun featuring Motrip. Also die 4 sind so meine Lieblingstracks. Okay. Dann schauen wir mal hinein. Booklet relativ dünn, soweit ich das beurteilen kann. Die Frage, ob ich es rausbekomme, ist ja immer so eine Sache. So, aber jetzt gekämpft. Also, wir haben hier die Credits und eine Abbildung von Sadik. Dann haben wir hier alle Tracks nochmal aufgelistet, inklusive der Infos, wer die Beats produziert hat. Und hier hinten haben wir eine riesenlange Danksagung. Also wenn ihr euch das durchlesen wollt, einfach auf Stop drücken, dann könnt ihr das in Ruhe tun. Also wie gesagt, relativ dünnes Booklet.
Dann haben wir die CD an sich. Sieht ziemlich triest aus, aber so schwarz-weiß und Farbverwischungen. Und dann haben wir eine CD2. So, die Frage, wie wir zu dir hinkommen. Ja, habe ich hier vermutet. Sadik Trafik Premium Edition CD2. Also wie gesagt, die Instrumentals plus die zwei Remix-Tracks auf dieser drauf. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal das Cover Trafik und einmal ein Zitat: Hip-Hop, ich habe auch mal gesprüht, Haarspray auf Haze. Okay. So sieht das Ganze aus. Zwei Sticker im Hochformat. Dann haben wir ein Poster. Relativ klein, aber sehr schön. Im Querformat Sadik mit AK um die oder auf den Schultern. T-Shirt, dürfte sein eigenes Merch sein, krass gestaltet auf jeden Fall, in der fetten Alpha Bomberjacke bzw. Lederjacke. Dann haben wir diesen Schlüsselanhänger, und hier haben wir eine Patrone einer AK-47. Kurz mal zur Seite, damit das richtig auch scharf stellen kann. Sadik lesen wir hier. Das ist das Kaliber, das in so ein Sturmgewehr geladen wird. Und hier haben wir eben so einen Ring. Der Ring auf jeden Fall hochwertig. Und den könnt ihr dann natürlich an euren Schlüsselbund oder wo auch immer dranhängen. Ist auf jeden Fall massiv Metall, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir eine Autogrammkarte, unterschrieben mit weißem bzw. silbernem Stift, nicht aufgedruckt, und die Rückseite blank schwarz, so muss das sein, sehr schön. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. So sieht das aus, Streck bis zum Limit. Also ist ein klassisches Shirt in weiß-schwarz, aber so das Design gefällt mir echt gut. Neckprint haben wir keinen, auch die Ärmel nicht bedruckt. Fruit of the Loom, Classic, Value Weight, Größe L. Und wir haben es zu tun mit, wo haben wir es? 100% Baumwolle. Und jetzt ist hier noch die Frage, Made in Marokko. Alles klar. Gut, wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf dem weißen T-Shirt den Schriftzug Streck bis zum Limit von der Brust bis runter zum Bauch in schwarz-weiß. Gefällt mir so vom Design, auch wenn es schlicht ist von den Farben, echt, echt gut. Und auch wenn die Aussage vielleicht ein wenig fragwürdig ist, aber werde ich auf jeden Fall mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, die unterschriebene Autogrammkarte, die zwei Sticker, beide im Hochformat, die Patrone bzw. der Schlüsselanhänger, das Album inklusive zwei CDs, einmal das Album an sich und die Instrumentals und zwei Remix-Tracks. Und dieses Poster im Querformat. Das alles in dieser leider nur schlichten Kartonbox. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sadik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.